3, 2, 1. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass wir jetzt unseren Schweinestall bauen werden und genau dies werden wir jetzt auch tun. Vorher schauen wir mal ganz kurz mal noch bei unseren Kühen und unseren Schafen vorbei. Unsere Kühe wollen nämlich gefüttert werden und ich glaube, bei den Schafen tun wir das einfach auch mal, dass wir noch ein paar mehr haben. So. Jetzt haben wir das. Ah, ne, das sind ja 5. Ich dachte, das wäre nur 1. Ja, gut. Dann machen wir das halt so. Und jetzt können wir das hier drauflegen. Zack, zack. So, meine Lieben. Ihr habt jetzt viel Spaß und Freude hier. Und wir kriegen mehr Kühe und haben dann gleich wieder eine gute Menge Leder, die wir uns farmen können. So. Habe ich alle? Ich glaube, jetzt müsste ich soweit den Großteil haben. Aber da war noch mal eine. Jetzt müssten wir alle haben. Gehen wir da mal ganz kurz rein und holen noch die XP. Die hier noch rumlag. Sonst keine mehr? Okay. Gut. Den Hühnern geht's gut. Die Schafe, die sind hier fleißig am Futtern. So. Na. Und noch welche? Ich sag, wir eigentlich immer eine ungerade Anzahl an Tieren. Das Gefühl. Nein, hat doch gepasst. Okay. So, dann tun wir noch ein paar Schafe scheren. Zack, zack, zack. Und die zwei noch. Und da haben wir ein bisschen Wolle. Und dann können wir jetzt hier. Nein, du bist da drin. So, und ich würde sagen, wir bauen den einfach auch direkt hier nebendran. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen Bäume wegmachen. Die sind im Weg. Zack. Und der hier ist auch im Weg. Ach ja, stimmt ja, mit der Schere kann man die ja instant wegmachen. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Na gut, dann haben wir jetzt halt das Laub. Schadet nicht. So. Okay. Ich glaube. Jo, das ist dramatische Musik gerade. Machen wir den, glaube ich, hier auch noch weg. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz. So, dann brauchen wir jetzt Zäune. Dafür müssen wir erstmal zurückrennen und uns besagte Zäune holen. So. Ach halt, ich habe ja das Weizen noch im Inventar. Ich pfeife in Heinzel. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Und das kommt auch hier rein. Gut. Okay. Genau. Wir brauchen jetzt nochmal Holz für die Zäune. Das können wir dann einfach mal alles hier unten reinwerfen. Da kommen wir uns dann ein anderes Mal rum. Weil ich glaube, mit Handel haben wir erstmal genug erledigt fürs Erste. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt Holz. Was haben wir denn hier? Akazienholz. Na ja, komm. Nehmen wir einfach so genau mit. Ich glaube, das könnte sogar reichen. Dann machen wir das einfach mal. Gut. Dann haben wir hier hinten jetzt unsere Fläche für den Stall und dann werden wir den einfach auch genau dahin setzen. Und überlege gerade, wie breit ich den mache. Und zwar glaube ich, fange ich hier an. So. Zack. Zack. Da hinten ist auf jeden Fall ein Schaf und da müssen wir noch ein anderes suchen. Ich glaube, das finden wir hier auch. Dann ziehen wir das einfach mal ein bisschen hinter. Wie fahren wir jetzt hier? 2, 4, 6, 7, 9. Ja, das ist doch eine gute Größe. Zack. So, und ich habe da drüben schon ein Schwein gesehen. Jetzt holen wir uns mal ganz kurz eine Karotte. Weil wir das Schwein da auch reinkriegen. Halt.
Okay, da ist das Scheinchen. Und das tun wir jetzt einfach mal hier reinlocken. Na komm, 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 komm. Brauchst du das Scheinchen? Du bleibst da drin. So. Hier wollen wir Fackel hinsetzen. Und hier auch. Und dann tun wir uns gleich noch eine Hütte hier überlegen, die wir hier hinbauen. Für das Tierchen. Oder die Tierchen. Ich glaube, das machen wir auch, bevor wir jetzt noch weiter irgendwas hier bauen. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich dafür ein bisschen Kirschholz. Weil das sieht, glaube ich, schon ganz fancy aus. So ein bisschen pink da noch, so bei den Schweinchen. Passt auch farblich dazu. Haben wir. Das heißt, wir brauchen Kirschbaumholz. Haben wir das hier? Ja. Sehr gut. Und ich glaube, einen Eimer bräuchten wir vielleicht auch. Eimer. Eimer hier. So. Aber wir brauchen ja nur einen eigentlich. Und jetzt gehen wir dann auch erstmal noch was craften. Und zwar hätte ich gerne noch eine Falltür. Ja, ich brauche nochmal eine. Okay. So und so. Genau. Das heißt, wir können dann gleich unseren Wassertrog für die bauen, dass da auch keins reinfällt. Gut. Und den machen wir einfach mal hier drüben hin. So, so, so. Also wir brauchen jetzt ein bisschen Wasser. Irgendwo Wasser klauen. Da ist doch eine Quelle, oder? Ja. So, jetzt müsste ich nur einmal da die Falltür zumachen. Und dann brauchen wir noch einmal Wasser. Machen wir einfach nochmal genauso, auch wenn das jetzt unnötig kompliziert war. Komm, geh zu. Brav. Okay, das haben wir hier. Dann können wir jetzt da die Falltüren draufsetzen. Zack, zack. Zack. Ja, da kann man, glaube ich, gut draus trinken. Und wir bauen jetzt noch einmal das Gehäuse oder Gebäude oder was auch immer wir hier hin machen. Setzen wir das einmal hier so ran. Und hier. Und noch einmal hier. So. Und noch eins höher. Aber ich würde sagen, wir machen tatsächlich den Stamm weg. Ja, genau so. Sehr gut. Und jetzt bräuchte ich Stufen. Und die habe ich natürlich mal wieder nicht. Sehr gut. Dann holen wir jetzt mal schnell ein paar Stufen. Damit die Schweine da auch einen Unterstand haben. So. Mal ein bisschen hier von dem Holz. Und ich glaube, damit könnten wir schon hinkommen. Das heißt, ich brauche die hier erstmal. Und wir setzen da die Stufen ran. Ich würde mal ganz kurz mal ein Päuschen machen. Ne? Ich mache gleich wieder weiter. So, ich packe den Sachen nicht vergessen, gerade auf Ausdrücken, deswegen wird es jetzt Nacht. Das heißt, wir rennen mal ganz fix zurück ins Bett, legen uns hin und dann bauen wir den Schweinestall fertig. Dass sie auch noch einen Unterstand haben da für sich. Die netten Tierchen. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes tun werden. Sich würde ich eigentlich gerne schon. Ich weiß gar nicht. Mal wieder in den Nether gehen. Und da ein bisschen abholen. So. Jetzt muss ich mich einmal hier so hochbauen, damit ich da oben nicht rankomme. Wo ich das doch etwas anders mache als ursprünglich gedacht. Gott, das passt doch.
Die netten Tierchen. So. Ja. Dann tun wir hier jetzt mal noch einen richtigen Zaun hinsetzen. Also so einen Kirschzaun. Damit das auch schick aussieht. Und dann müssen wir da noch eine Laterne hinhängen. Ich glaube, da haben wir ja noch unten welche. Das ist mir ganz unnötigen Krempel hier rauswerfen. Das hier alles. So. Und eine Laterne hatten wir irgendwo hier. Genau. Eine, glaube ich. Ach, warte mal, ich habe da einen Denkfehler. Ich habe das ja mit Stufen gemacht. Mist. Ich brauche auch mal eine von denen. Nee, so nicht. So. Genau. Ja, Denkfehler. Und das passt mit der Laterne nicht ganz. Sonst wird das ein bisschen weird aussehen. Blöcke mehr irgendwie. Ja, das ist aber irgendwie. So. Haben uns einfach mal so Abhilfe verschafft. Wir machen das jetzt dann einfach einmal so hier. Genau. Sieht gut aus. So, dann können wir einfach das hier rausgehen. Den Zaun hinsetzen. Erdhaus machen wir weg. Dasselbe hier. Und dann hängen wir das an. Dann holen wir den Kleinen da noch einen Freund gleich, dass er hier nicht so alleine ist. So. Ganz schick. Würde ich brauchen. Wieso bist du 100% zufrieden? Ich trotzdem irgendwie nicht. Ich doch das war nur ein bisschen anders. Jetzt machen wir noch mal was anders. Und dafür brauche ich aber noch mal mein Kirschholz. So, einmal dies, einmal das. Einmal das. Und zwar brauche ich dann jetzt noch mal ein paar Bretter. Ein paar Zäune. Und noch mal ein paar Stufen. Und jetzt reicht das eigentlich. So. Gut, dann machen wir jetzt hier so ein, genau, ja genau, so machen wir das. Und dann hier hinten das, das, zack, 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 zack. Dann auch einfach hier das einmal so machen. Ne? Also die Schuhe, also groß natürlich. So. Naja. Das ist schon ganz schick. Das ist jetzt nochmal hier einmal hier so ausholen. Ja. Nee, das ist zu viel. So lassen wir es jetzt. Das ist gut. Dann holen wir uns unsere verlorene Stufe da hinten wieder. Und nun holen wir uns noch ein paar Schränke. So. Die waren doch irgendwo hier gewesen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier welche gesehen hatten. Irgendwo da. Sehr gut. Na, dann komm mal mit, mein kleines Schweinchen. So, jetzt. Na? Na du? Ja, komm mit. Komm mit. Hier lang. Wir sind gleich in deinem neuen Zuhause. Na komm. Noch ein Stückchen.
da sind wir auch schon. Und jetzt schnell raus. So. Sehr gut. Damit haben wir einen Schweinestall, wir haben einen Kuhstall. Jetzt können wir die zwei hier noch einmal füttern. Wenn die dann zu mir rankommen würden. Sehr schön. Und das wäre es dann wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da, einen Kommentar, wenn ihr Ideen habt, was wir hier noch so machen wollen. Und ein Abo. Und wenn ihr auch keine Folge verpassen wollt, drückt noch auf die Glocke. Ich danke fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder.